So, jetzt ist unsere neue tolle Lampe angegangen. Das heißt, ich darf losreden. Liebe Sachsen und sonstige Zuhörer, im nächsten Jahr, im Juni, da sind in Sachsen Bürgermeisterwahlen in sehr vielen Städten und Dörfern und Landratswahlen. Der Landrat, nicht zu verwechseln mit dem Landtag, das ist die Quasselbude in Dresden, Landrat ist quasi der Bürgermeister von einem Kreis. So. Und der Bürgermeister und auch der Landrat haben in Sachsen einen großen Vorteil. Sie werden nämlich direkt von den Leuten in ihrer Stadt, in ihrem Kreis gewählt und haben demzufolge eigentlich eine sehr hohe Stellung, denn sie haben eine sehr hohe Legitimation direkt durch die Wähler. Werden nicht um drei Ecken wie so ein Bundeskanzler gewählt, wo am Ende vorher niemand weiß, wer es wird, weil man mit seiner Stimme das nicht entscheidet. Das ist eben beim Landrat, beim Bürgermeister anders. Und deswegen ist das ganz wichtig, diese Wahlen mitzumachen. Die werden auch schon immer gewählt. Da kann also auch niemand sagen, dass man damit irgendwas legitimiert, was man nicht haben will, indem man da zur Wahl geht, sondern das hat man schon vor hunderten Jahren gemacht, dass die stimmberechtigten Bürger der Stadt ihren Bürgermeister gewählt haben. Und im Kreis wählt man halt den Landtag. Wie gesagt, er hat eine Menge Macht und deswegen wird einiges gemacht, um zu verhindern, dass mancher Bürgermeister wird. Da werden zum Teil sogar Städte zusammengelegt. Bei mir ist heute der Stefan Hartung. Der wäre eigentlich schon Bürgermeister, denn er kommt aus Bad Schlema. Und ja, weil er dort beinahe Bürgermeister geworden wäre, das ist jetzt meine böse Behauptung, hat man Bad Schlema mit Aue zusammengelegt. Und als dann da die Bürgermeisterwahl war, hat er trotzdem noch knapp 20% gekriegt, aber in Schlema selber die deutliche Mehrheit in allen Wahllokalen. Und weil er nicht Bürgermeister geworden ist, wird er jetzt Landrat. Die Mitglieder der Freien Sachsen im Erzgebirge haben ihm also am Freitagabend diese hohe Aufgabe zuteil werden lassen, als Kandidat in die Wahl zum Landrat zu gehen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wie lief das? Dankeschön. Waren die Leute sich einig, dich zu wählen oder? Ja, dankenswerterweise einstimmiges Votum. Das ist schön. Es gab also keine Gegenkandidaten. Man muss sagen, der Stefan ist ja zwar nicht Bürgermeister geworden in Bad Schlema, weil Bad Schlema keinen Bürgermeister mehr hat, aber Stadtrat in Aue Bad Schlema und Kreisrat im Erzgebirge und nicht zu vergessen auch stellvertretender Chef der Freien Sachsen und damit natürlich sehr qualifiziert, um auch mal Landrat zu werden. Was war deine Motivation, da ins Rennen zu gehen? Ja, wir haben ja alle die letzten Monate hier in Sachsen und in unseren Landkreisen miterlebt und die maßgeblichen Allgemeinverfügungen, die unser Zusammenleben versucht haben, derart einzuschränken, wurden ja von Landräten unterzeichnet. Also die Macht der Landräte, gerade jetzt in dieser Zeit dieser Corona-Pandemie, wurde schon sehr extrem ausgenutzt, um eben ja, die Freiheit der Menschen einzuschränken. Und auch bei anderen wichtigen Themen haben die Landräte doch schon eine sehr entscheidende Rolle, ähnlich wie die Oberbürgermeister in den kreisfreien Städten wie Chemnitz. Da war halt unsere klare Entscheidung gewesen, dass wir da mitreden wollen, dass wir nicht einfach zuschauen wollen, wie vielleicht wieder irgend so ein CDU-Mann da Kretschmars Marionette im Erzgebirge mimt, sondern wir haben gesagt, wir wollen da anpacken, wir wollen das Ruder rumreißen, um endlich dafür zu sorgen, dass dieses ganze Horrorregime, was uns hier beherrscht, ja, Beendet wird. wieder Ja. abgewählt wird. Ja. Es gibt ja eine eigene sehr schöne Entwicklung, nämlich dass immer mehr CDU, SPD-Bürgermeister verschwinden und durch wirklich unabhängige Leute ersetzt werden. Und man sieht auch jetzt, während dieser blöden Zeit der letzten Monate, dass die unabhängigen Bürgermeister eigentlich das Beste für ihre Städte rausholen. Zum Beispiel in Freiberg, der war mal in der Partei, ist ausgetreten und kann seitdem unbeeinflusst das Beste für seine Stadt rausholen. Und das gibt es in anderen Städten auch. Schneeberg hat einen unabhängigen Bürgermeister, der sich nicht von Dresden bestimmen lässt. Solche Leute unterstützen wir natürlich auch und stellen da keine Gegenkandidaten auf. Aber da, wo der schwarze Filz herrscht, da werden wir natürlich überall eine Alternative bieten. Auch in mehreren Städten im Erzgebirge, denke ich, werden wir damit
OB-Kandidaten oder Bürgermeisterkandidaten antreten. Ja, bis jetzt herrscht der Herr Vogel. Relativ autoritär, habe ich mir sagen lassen. Ja, du hast es ja gerade schon gesagt mit dem schwarzen Filz. Das ist ja genau die allertreffendste Formulierung, die man dafür finden kann. Im Prinzip seit den 90er Jahren, Ära Kurt Biedenkopf, war die CDU in Sachsen insgesamt, aber insbesondere auch im Erzgebirge, eine ganz feste Größe, also regelmäßig 50% plus X eingefahren. Und im Prinzip konnte man sich damals sicher sein, zu Zeiten, wo eben die Kreisgebietsreform durchgeführt wurde, dass wenn dann CDU-Mann antritt, dass er gewählt wird. Also wie der hieß und was der für Politik vertreten hat, das war eigentlich völlig egal. Es stand CDU drauf und die Leute haben den gewählt. Und so ist ja damals der Frank Vogel, der bisher Landrat war, 2008 ins Amt gekommen. Er ist damals im zweiten Wahlgang einem Votum von 14% der Wahlberechtigten ins Amt gewählt worden. Also da gab es eine Wahlbeteiligung von 25% gab es da und davon hat er dann, ich glaube 60 ungefähr, Pi mal Daumen, müsst ihr nochmal nachlesen, geholt. Und es klingt natürlich viel, er hat 60% geholt, aber es waren natürlich nur 25% wählen gewesen. Und, interessierte offensichtlich niemanden. Interessierte niemanden. Ne? Also die Wahl ist ja auch für gültig erklärt worden, weil auch manchmal solche Thesen kursieren. Genau, dass wenn nur 50% hingehen, dann zählt es nicht. Nee, es zählt trotzdem, auch wenn nur 25% hingehen. Genau, also er hat, wie man ja jetzt eindrucksvoll mitbekommen hat, den Kreis mit harter Hand regiert. Er hat viel Geld versenkt, wenn ich an das Debakel denke, mit der Grinselbank, wo erst kürzlich 5 Millionen Euro ein Steuergeld versenkt hat. Was war das für eine Bank? Grinselbank, die pleite gegangen ist. Und, das klingt jetzt nicht direkt erzgebirgisch. Nee. Grinsel, wo ist das? wo die ihren Sitz hatte, weiß ich gar nicht. Irgendwo Kontinent. Weit weg. Ja, ich glaube, die hat schon noch auf dem europäischen Kontinent ihren Sitz gehabt, aber auf jeden Fall nicht in Deutschland. Und, British Virgin Islands. Zumal man ja bedenken muss, der Erzgebirgskreis verfügt ja über eine eigene Sparkasse. Ja. So, und normal, wenn man schon selber Inhaber einer Bank ist, würde man ja eigentlich sagen... Geld dort versenken. Ne, man legt das Geld bei seiner eigenen Bank an. Bleibt es wenigstens in der Familie. Also wie man auf so eine Schnapsidee kommen kann, das Geld irgendwo fernab der Realität zu investieren und zu versenken. Aha, dann müssten wir den Herrn Vogel mal fragen, aber... Ich denke, das verrät er uns nicht. Ja. Ja, er wollte damit Geld sparen, in Anführungszeichen. Weil bei der Sparkasse hätte er Negativzinsen zahlen müssen. Und so. Und dort hätte er das nicht gemusst, dafür ist das Geld jetzt ganz weg. Genau, richtig. Aber wir haben keine Negativzinsen gezahlt. Keine Negativzinsen. Insofern, man kann sich sehr schön kann ja auch mal sagen, die positive Seite wir haben die sehen. Negativzinsen eingespart. Gut, auf der anderen Seite Geld verbrannt. Geld aber, ist weg. Ne? Geld, was weg ist, kann auch keine Negativzinsen mehr produzieren. Genau, also man müsste es positiv. Genau. Ja, was gibt es noch für Themen? Womit hat sich der Herr Vogel noch beliebt gemacht beim Wähler? Ja, im Prinzip mit seinem autoritären Führungsstil insgesamt. Mhm. Das kann man ja in vielen Bereichen festmachen. Gerade als Kreisrat bekommt man das ja ganz hautnah mit, wie er dort auch mit den Leuten umspringt. Und es ist natürlich auch immer so gewesen, dass wenn er in Ausschusssitzungen oder in Kreistagssitzungen gesprochen hat. Und dann gab es immer seine Fraktion, obwohl der Landrat ist ja eigentlich fraktionslos. Er ist ja als Person gewählt, aber er hat dann immer von seiner Fraktion, von der CDU-Fraktion gesprochen, die natürlich dann auch seine Politik immer unterstützt hat. Und die aber ja nicht mehr die alleinige Mehrheit hat, oder? Momentan Kreistag. Zusammen mit der FDP. Nee, nicht mehr ganz, aber die Freien Wähler sind auch immer ein sehr verlässlicher Partner, zumindest im Erzgebirgskreis. Ja. Also die, fragt man sich schon manchmal, wo sind da eigentlich die Unterschiede zwischen CDU und Freien Wählern und bei der FDP sowieso, die ist ja... Es ist ja sehr verschieden, die Freien Wähler sind sehr verschieden, je nachdem, wo man hinkommt. Ja. Da ist ja am wenigsten eine einheitliche Linie von allen Parteien oder Organisationen drin. Und im Erzgebirge sind sie sehr... CDU-lastig, ja? Ja, also zumindest wenig alternativ. Ja. Also es gibt schon so ein paar einzelne Leute im Erzgebirgskreis von den Freien Wählern, zum Beispiel der Schneeberger Bürgermeister, den hatte ich ja vorhin genannt. Ja. Das ist auch mit dem Kreistag.
Ist dort zwar jetzt noch nicht so in Erscheinung getreten, aber zumindest in seiner Arbeit als Bürgermeister, muss man sagen, in Schneeberg im Vergleich zu vielen anderen Städten macht er dort eine ganz vernünftige Arbeit. Also da kann man eigentlich nicht allzu viel kritisieren. Kann man nicht meckern. Ja, aber wenn ich halt denke an meinen Oberbürgermeister, der auch CDU-Mitglied ist und das auch mit voller Energie lebt, ja, also dann merkt man auch immer wieder, dass diese Machtpyramide in der CDU, also der Landrat Vogel macht das, was der Ministerpräsident ihm aufträgt und der Oberbürgermeister Kohl in Aue-Bad-Schlema macht das, was der Landrat Vogel dann weiterreicht. Ja. So, und zum Schluss wird bis nach unten hin das durchregiert, was Kretschmer von Dresden aus anordnet. Ja, und das, wofür wir als Freie Sachsen stehen, ist ja genau das Gegenteil, nämlich der Bürgermeister macht das, was seine Leute in der Stadt wollen. Der Landrat macht dann eigentlich das, was seine Bürgermeister und seine Leute im Kreis wollen. Und der Ministerpräsident sollte dann sich danach richten, was unter ihm die Stände, wie es früher die Gliederung wollen. Und im Moment ist es umgekehrt. Im Moment haben wir eigentlich ein Führerstaatssystem, das von oben nach unten durchregiert. Und ja, wir sind angetreten, das wieder auf die Füße zu stellen, vom Kopf. Obwohl ja eigentlich im Grundgesetz auch dieses Subsidiaritätsprinzip verankert ist. Also eigentlich steht es ja wirklich in dem höchsten Gesetz der BRD drin, dass eigentlich die Macht von unten nach oben sortiert ist. Aber in der Praxis ist es eben einfach komplett umgedreht. Dazu muss halt jemand Landrat, Bürgermeister sein, der nicht zur selben Truppe gehört wie der oben. Genau, dann funktioniert das, dann gibt es sicherlich auch mal Reibereien, aber davon lebt ja letztlich auch eine echte Demokratie, würde davon leben, dass es auch mal Widersprüche gibt, dass man auch mal Konflikte dann mal klären muss, aber es wird ja hier nichts geklärt, es wird ja einfach immer nur gehorcht. Ne, schlimmes Beispiel ja auch Zwönitz, der Bürgermeister, der ja erst gesehen hat, was vor Ort los ist, dann auch mit recht deutlichen Worten die Staatspartei und Staatsführung quasi kritisiert hat. Dann gab es mal einen Besuch von Herrn Kretschmer und seitdem ist er auf Linie. Ja. Wer weiß, was ihm da angedroht wurde, wenn er weitermacht wie bisher. Ja, und da vergessen ja aber auch viele CDU-Bürgermeister oder von anderen Parteien oder auch Landräte, dass sie ja eigentlich nicht als Parteimitglied ihr Amt ausführen. Das ist ja nicht wie jetzt jemand, der im Landtag sitzt, in der CDU-Fraktion und der dort, sage ich mal, sein Parteimandat gewählt, genau. Ja, sondern ein Landrat ist ja ein Wahlbeamter auf Zeit, der nur seinem Gewissen verpflichtet ist. Und der ist ja auch extra noch zur Neutralität angehalten. Also er darf sich ja eigentlich in seiner Amtsführung noch nicht mal in Parteipolitik einmischen. Das kann er seiner Freizeit machen, aber nicht in seiner Position. Ja. So, und gleichzeitig ist er aber auch mehr oder weniger unkündbar. Ne? Ich meine, sicherlich kann ein Bürgermeister von dem böswilligen Landrat auch Steine in den Weg gelegt bekommen, aber er kann nicht einfach sagen, hier Bürgermeister, du bist jetzt mal entlassen. Das geht nicht. Ja, sondern da sind schon sehr hohe juristische Hürden dran geknüpft. Und die Bürgermeister, das ist zumindest mein Eindruck, die wissen in vielen Fällen gar nicht, was sie eigentlich für eine Macht haben. Die trauen sich gar nicht. Was sie eigentlich könnten, wenn sie sich getrauen würden. Wenn eben der Landrat sagt, pass auf, morgen steht ein Bus bei dir mit 20 Neuankömmlingen, die wir an der Grenze aufgeschnappt haben, dann können der Bürgermeister auch sagen, nee, also, da sind wir hier in unserem Ort nicht damit zufrieden. Ne? Aber in der Praxis wird halt gehorcht und gesagt, ja, wir nehmen auch 40. Ja, das ist ja dann eher so die Art und Weise, wie hier Politik läuft. Ja, der Herr Vogel möchte aber ja nicht mehr Landrat sein. Ja, er darf nicht mehr Landrat oder zur Landratswahl antreten, weil er schon über 65 Jahre alt ist. Da ist jetzt die Kandidatur für ihn ausgeschlossen. Schluss, jawohl. Man darf zwar bis ins hohe Alter neuerdings arbeiten, aber Landrat, Bürgermeister sein nicht mehr. Ja, also man darf in Sachsen zum Wahlantritt, muss man höchstens 64 sein. Also wenn man das 65. Lebensjahr verendet hat, darf man nicht ist mehr der Wahlantritt nicht mehr möglich. Und ich denke schon, er hätte uns noch 7 Jahre beglückt mit seiner segensreichen Arbeit. Ich dachte, der wollte auch nicht mehr dürfen, weil er sich zu sehr hat impfen lassen. Oder was war das für eine Geschichte? Ja, er hat sich vorgedrängelt. Vorgedrängelt. Bei der ersten Impfung. Mensch, der konnte nicht genug davon haben. Zumindest hat man nicht schnell genug. Hat man sein Verhalten als Vordrängeln interpretiert. Und denkst, der hat die Kochsalzlösung genommen oder hat er die echte Giftspritze gekriegt? Ja, also ich denke schon, dass er scharf drauf war auf die richtige Spritze.
Er ist nicht hoch genug, um die Kochsalzlösung zu kriegen. Ja. Gut. Ja, weil das, viele diesen Ämtern, die glauben ja auch ihre eigenen Geschichten. Das ist ja das Gefährlichste, wenn man anfängt, seine eigene Propaganda zu glauben. Ja, und das ist ja mit denen so. Das ist doch Frau Merkel nicht passiert. Aber Herrn Vogel, ja, scheinbar schon. Ja, schon. Ja. Also wir haben ja im Kreistag regelmäßig in Zeiten dieser Corona-Pandemie ihm vor Augen gehalten, was er für einen Blödsinn fabriziert. Das hat ja sogar die Presse manchmal gemacht, weil das ja so absurd war. Er hat ja zum Beispiel kurz vor Weihnachten den Erzgebirgern verboten, einen Fichtelberg zu betreten. Ach so. Ja, da gab's ja der dann, war besonders gefährlich. Da hat ja dann die Polizei Sperren aufgebaut und dann haben die nur noch in den Zufahrtsstraßen überwiesen, da nur noch die reingelassen, die innerhalb dieses 15 Kilometer Radius, glaube ich, war es, oder 10 Kilometer, also da gab es ja diesen Radius und jeder, der dann weiter weg kam, wurde dann abgewiesen, beziehungsweise teilweise wurden dann auch gleich mal ein paar Ordnungswidrigkeiten verhängt. Also völlig absurd, was da für Regeln verhängt wurde, dann ist ja mal von einer freien Presseredakteurin in der Pressekonferenz darauf angesprochen worden. Sie sagte, ich darf zwar nach Oberwiesenthal fahren, um einen Schwibbogen zu kaufen, aber ich darf nicht nach Oberwiesenthal fahren, um dort rodeln zu gehen. Und da hatte sie dann so gefragt, ob denn diese Regeln überhaupt noch Sinn ergeben. Und da hat dann der Landrat drauf gesagt, also nicht alles, was Politiker entscheiden, hat auch eine Sinnhaftigkeit. Das ist immerhin ein ehrliches Eingeständnis. Aber es sollte nicht der Anspruch sein, sinnlose Entscheidungen zu treffen. Ja eben, also ich hatte zur letzten Kreistagssitzung nochmal die Frage an ihn gerichtet, ob er denn wenigstens ein schlechtes Gewissen dafür hat, dass er ohne Evidenzgrundlage unlogische Allgemeinverfügungen erlässt, die die Menschen extrem in ihrer Freiheit einschränken und das aus meiner Sicht auch ganz klar rechtswidrig war, was er da erlassen hat in vielen Fällen. Da hat er dann nur gesagt, nein, er hat sich auf Landesrecht bezogen und er sieht da keinen Grund, jetzt irgendwie da was zurückzunehmen von dem oder sich zu entschuldigen und wie auch immer. Also er steht voll dazu, was er da verzapft hat. Das ist ja immer interessant, ne? Dass so einfach ein Landrat, der hat ja eine eigene Meinung, eine hohe Position eigentlich, eine hohe Legitimation durch die Direktwahl. Er hat auch Experten rumsitzen und der beruft sich dann einfach, ja, wurde mir von oben so gesagt. Also ich habe bei der Bundeswehr gelernt, dass man als einfacher Soldat die Pflicht hat, rechtswidrige Befehle zu verweigern. Das müsste doch umso mehr, wenn man das von einem 18-jährigen Rekruten notfalls verlangt, erst recht für einen 60-jährigen, 65-jährigen Landrat gelten, der noch dazu also einen Stab voller Leute hat, die ihm eigentlich sagen könnten, was da mit den Regelungen auf Landesebene los ist. Er hat ja diese Remonstrationspflicht, das ist ja nicht nur ein Recht, sondern eine Pflicht. Also wenn er feststellt, dass etwas rechtswidrig läuft, muss er das Gehorsam verweigern und muss eben seine Remonstrationspflicht da wahrnehmen, seinem Vorgesetzten, was dann die Landesdirektion wäre. Und ich erinnere mich noch an die Flüchtlingswelle 2015. Da hatten wir genau so eine Situation. Da hat der Landrat sich selber darüber beklagt, dass dann einfach mal von Dresden ein Bus nach Annaberg geschickt wird, wo dann halt so und so viele Neuankömmlinge dort vorgefahren werden. Und dann wird gesagt, hier Landrat, kümmere dich jetzt mal. Mach mal. Ne? So, und da hat er das richtig festgestellt, dass das so nicht funktionieren kann in einem Rechtsstaat auf diese Art und Weise. Ja. So, und da hatte ich ihn eben dann im Kreistag aufgefordert, das, was er richtigerweise so erkannt hat, was er da bemängelt, dass er das doch auch mal als Remonstration an seine oberen Stellen weiterreichen soll. Aber das hat er dann wiederum doch nicht so gesehen. Also das ist dann immer so ein großer Zwiespalt, weil das ist ja das, was wir eingangs hatten. Dann müsste er sich ja mit Michael Kretschmer unterm Strich anlegen. Damals war es noch Tillich gewesen. Ein bisschen in den Nesseln setzen, ja. Aber das wollen die ja nicht, weil die auch innerparteilich alle miteinander verbandet sind und ja da auch der eine weiß, was der andere da für einen Dreck am Stecken hat und die sich dann natürlich gegenseitig dort immer schön schützen. Ja. Und der eine dann auch nochmal vielleicht noch was werden will, wenn er mit Landrat fertig ist oder weiß man ja nie. Ist möglich, ja. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Frank Vogel jetzt in Pension gehen wird. Ich denke, wird nie einfach offen. Nee. Ich,
ihm wird natürlich jetzt zum Problem werden, dass die CDU in Sachsen extrem schwach geworden ist. Gibt es nicht mehr so viele Posten zu verteilen? Es gibt weniger Posten zu verteilen, aber ich denke schon, dass er gerne noch mal ein bisschen Minister spielen würde in Dresden, so zum Abschied, zum Abschluss zur Vergoldung der Karriere. Ja. Ja, weil er macht jetzt nicht den Eindruck, als wenn er dann jetzt sich irgendwo angeln geht ja. Ein Ferienhaus in Schweden zulegt und jetzt seinen Lebensabend dort verbringt. Also das kann passieren, aber ich glaube es eher nicht. Oder an der Talsperre, Eibenstock. Ja. Wen stellt die CDU auf? Ist das überhaupt schon bekannt? Haben andere Kandidaten schon sich beworben oder ist das noch ganz offen? Also die CDU hat einen Kandidaten aufgestellt, das ist der Rico Anton. Mhm. Wer ist das? Genau, das ist die richtige Frage. Das fragen sich viele, wenn man den Namen hört. Ja. Er ist schon einige Jahre Landtagsabgeordneter für die CDU. Ah ja. Er ist auch schon einige Jahre Kreisrat für die CDU im Erzgebirgskreis. Allerdings ist er in den ganzen Jahren, die er jetzt Kreisrat ist, durch absolute Passivität aufgefallen. Also er hat noch kein einziges Mal für mich wahrnehmbar in irgendeiner Form zu einer Kreistags- oder Ausschusssitzung eingebracht. Also durch Wortmeldungen oder durch Anträge oder Anfragen oder was auch immer. Also nichts gesagt im Kreistag. Er schien scheinbar anwesend gewesen zu sein, ab und zu zumindest. Ja. Aber es ist jetzt keiner, wo man gesagt hätte, also der hat sich jetzt im Kreistag wirklich hervorgetan als Kämpfer für die Region. Sich so als Nachfolger in Stellung gebracht. Nee. Mhm. Aha. Also das, was die CDU geritten hat, ausgerechnet den aufzustellen, weiß ich nicht. Was macht die SPD? Gibt es die noch im Erzgebirge? Also die gibt es, aber da auch immerhin spielen jetzt keine allzu große Rolle. Also reichlich 5% ungefähr zur Kreistagswahl gehabt. Ja, ich glaube so 8%. 8 sogar? Ja, glaube ich. Meine Güte, seid ihr rot. Ach ja, nee. Gut. Das sagt der einen SPD-Bundestagsabgeordneten vor der Nase sitzen hat. Nein, ja, wusste es. 8%, gut. Die stellen jemanden auf? Wissen wir noch nicht. Weiß man noch nicht. Kann natürlich auch passieren, dass jetzt ganz so, wie das ja auch schon mal in der DDR-Tradition hatte, dass man dann gemeinsame Kandidaten der Nationalen Front oder hier dann der Antinationalen Front dann aufstellt. Und wählt die Kandidaten der Antinationalen Front, ja. Also das halte ich für möglich, weil der SPD im Zweifel ja immer noch ein CDU-Landrat lieber ist als einer von den Freien Sachsen. Das wäre das würde nicht gefallen. Das wäre zu viel Freiheit auf einmal. Gut, und die Grünen haben zwar jetzt bundesweit von Kraft geträumt, aber im Erzgebirge sind die Bäume grün, aber die Menschen weniger. Lieber ein Ort im Grün als ein Grün im Ort. So nach die Grünen sind ja ein Großstadtphänomen, muss man ja so sagen. Ja. Wenn man in Sachsen eigentlich, das ist immer das Bedrückende zur Landtagswahl, also das Parlament da in Dresden, wenn man die Grünen dann so bei 3% sieht, dann kommen die Zahlen von Dresden und Leipzig und dann gehen die Süd. Mhm. Also in der Fläche gibt es die eigentlich nicht. Ja, also die werden auch da nicht groß antreten. Spielen die keine Rolle. Also im Kreistag haben sie es gerade so zur Fraktion geschafft. Also sie hatten über 5% gehabt 2019. Oh. Da haben sie schon deutlich zugelegt im Vergleich zu 14. Allerdings, wenn man dann mal das noch ein bisschen feiner analysiert, also zum Beispiel bei uns in Aue bei Schlema, also Stadtratswahl, sind die Grünen mit einigen Kandidaten angetreten. Sind aber mit 2,% daran gescheitert, auch nur einen einzigen Stadtrat zu stellen. Und ihr seid jetzt eine Fraktion mit ganz vielen. Also wir sind, sage ich mal, oppositionelle Politiker in mehreren Fraktionen, die dort gut zusammenarbeiten. Gut. Und da sind wir insgesamt 6 Stadträte, die dort gegen diese CDU und Freie Wähler-Mafia, weil das eben bei uns im Stadtrat dasselbe ist wie im Kreistag. Aha. Das ist also im Prinzip eine Einheitspartei aufgeteilt in 2 Fraktionen. Aha. Ja, also da weiß man wirklich nicht, was die da unterscheidet. Das ist natürlich ein guter Trick, ne, dass man sich quasi noch so eine Filiale zulegt und manche Leute denken, das ist was anderes und wählen das dann. Ne? Hm. Und die Freien Wähler, werden die jemanden aufstellen? Also ich vermute schon, mich würde es wundern, wenn die nicht niemanden aufstellen. Die stellen ja auch doch einige Bürgermeister bei uns im Landkreis. Hm. Also von daher würde mich das wundern, wenn die keinen aufstellen. Ja.
Aber sind jetzt auch nicht so in der Fläche übermäßig stark. Es gibt halt einzelne Orte, da sind die Freien Wähler sehr stark. Dann gibt es halt Orte, da spielen die keine Rolle. Und so in der Fläche gesehen haben sie, glaube ich, so 15-16% gehabt. Also schon nicht wenig, aber jetzt auch nicht so, dass man sagt, das reicht für einen Landrat. Ja. Na gut. Was sind noch Themen, die das Erzgebirge gerade bewegt? Ja, also gerade bewegt, das, was uns zum Beispiel schon lange bewegt, ist halt das Thema zum Beispiel Breitbandausbau. Also ein ganz alltägliches Problem eigentlich in vielen Orten, wo das. Hast du in Aue schon mal dafür gesorgt, dass da irgendwas ausgebaut also wird? Also schon mehrfach. Also damals noch vor der Fusion in Schlemer, da ist auf meine Initiative hin das Breitbandinternet ausgebaut worden im Festnetzbereich. Ja. Jetzt nach der Fusion hatte ich das nochmal angestoßen, weil das in mehreren Bereichen noch Probleme gab, wo es eben noch hätte besser sein können. Da ist jetzt momentan auch noch was in Arbeit, dass da eben nochmal von Seiten der Telekom da was nachgeliefert werden soll. Dann mobilfunktechnisch in Ortsteil in Wildbach hatte ich damals im Stadtrat einen Antrag eingebracht, der auch erfolgreich war und jetzt mittlerweile steht schon die Baugenehmigung für den Mobilfunksendemast, dass eben unsere Bürger in Wildbach auch endlich mal im Jahr 2021 mit ihrem Mobiltelefon schon telefonieren Handy. Können. Also auch mal schön. Das ist ja auch nicht, ich denke mal heutzutage selbstverständlich, dass es überall geht. Aber ja, und das Thema Glasfaserausbau, das ist halt schon eins, was im Kreistag schon seit Jahren immer wieder angesprochen wird. Wo man schon die tollsten Papiere produziert hat. Da sind schon zentnerweise Pläne gemacht worden, was man da mal machen kann, aber es passiert halt einfach nichts. Muss das der Kreis machen? Kann man das genossenschaftlich organisieren? Oder also können sich Leute Kreis selber zusammenschließen und sagen, wir legen uns jetzt so eine Leitung? Das wäre theoretisch möglich, aber man muss natürlich das auch irgendwo anbinden können dann zum Schluss. Ne? Wenn es daran schon scheitert, dass dann ganze Ortschaften vom Glasfasernetz. An den Knoten muss man irgendwie hin, ja. So, und mir schwebt da halt das schwedische Modell vor, oder zumindest wie es in Teilen von Schweden gemacht wurde, da hat man eben das Netz kommunal ausgebaut, also eine kommunale Gesellschaft gegründet, die das Netz ausgebaut hat und dann hat die kommunale Gesellschaft das privatwirtschaftlich mit Internetfirmen dann vermarktet, sodass die im Prinzip wirklich bloß die Infrastruktur schaffen und unterhalten und alles andere wird dann eben privatwirtschaftlich am Markt geregelt. Und das Modell würde mir auch von Erzgebirgskreis vorschweben. Ist ja mit dem Stromnetz letztendlich auch so. Ja. Genau. Ja, Schneeberg, habt ihr eine große, schöne Erstaufnahmeeinrichtung für jetzt wieder neu in großer Zahl Zureisende. Wie ist es damit? Du hattest ja damals eigentlich die ersten großen Demos bundesweit gegen den Unfug organisiert mit den Lichtelläufen, noch lange vor Pegida, lange vor Chemnitzer Spaziergängen, zumindest ein bisschen davor. Wie ist es jetzt da? Ist es da ruhiger geworden? Gibt es das Ding überhaupt noch? Ja, also die Erstaufnahmeeinrichtung in Schneeberg gibt es nach wie vor. Die ist ja damals entstanden, relativ spontan, zumindest ist es so verkauft worden, weil in Chemnitz-Ebersdorf hat es gekracht. Da ist so ein großer Teil wohl mal abgebrannt damals. Abgebrannt nicht, aber es hat gebrannt. Dort war ja das Interessante, man sagt ja hier, das hat kein Problem, wenn man hier die Kulturen zusammentut, das verträgt sich schon. Dort haben sie ja sogar zwei recht ähnliche Kulturen nicht verstanden, nämlich sunnitische Muslime aus Nordafrika und sunnitische Muslime aus Tschetschenien. Die haben sich da immer mal gerne in den Haaren gehabt und Schlägereien geliefert und auch gerne mal das eine oder andere dabei angezündet. Und da hat man dann gesagt, das geht so nicht. Die einen lassen wir hier, die anderen tun wir nach Schneeberg. Also wir müssen Moslems von Moslems trennen, damit die sich am Leben lassen. Und das ist der beste Beweis, dass man also Kulturen bedenkenlos vermischen kann, auch wenn das schon unter fast den gleichen nie funktioniert. Ja, und die sind dann zu euch nach Schneeberg gekommen. Ich muss sagen, aus meiner Sicht habt ihr ja noch die erträglicheren von beiden bekommen. Aber es war dann nicht immer erträglich trotzdem. Also damals konkret war es ja so, dass über Nacht, aufgrund dessen, dass es in Chemnitz so dermaßen gekracht hat, haben die ja dann diese Tschetschenen nach Wolfgangsmäusen in die Kaserne gebracht. Und
da hat es dann im Prinzip bloß das Krachen nach Schneeberg verlagert. Also die haben dann selbst untereinander hat es gekracht. Ach so. Also selbst innerhalb der Tschetschenen, also zumindest war dort ja dann die Polizei, die sind ja kaum noch abgerückt, weil die ja dort im Dauereinsatz waren. Mal was los. So, ja. Und die Feuerwehr und so weiter waren ja auch das Öfteren mal auch heute noch da, wobei es nicht mal so die Tschetschenen sind, sondern das ist ja viel bunter mittlerweile, das Publikum. Ja. Schneeberg ist bunt geworden. Aber man hat das ja damals über Nacht ja auch mitbekommen, dass, was das für Auswirkungen hatte. Ne? Diebstahl beim Einzelhandel und diese Gewalt ja sowieso und dann auch diese Saufgelage in der Öffentlichkeit. Also man hat ja früher immer gedacht, Moslems trinken keinen Alkohol, aber wenn man Machen die. Die sind bestimmt hier dazu verführt worden. Nee, also das, was man da in Schneeberg Neustädte sehen könnte. Aber die trinken nicht so guten wie wir. Nee, genau. Wir reden ja heute über das Erzgebirge. Wir haben heute mal einen Kräutergeist von Grenzwald aus Kottendorf. Müssen uns ja hier durch die sächsischen Brennereien probieren. Aber bisher sind wir noch nicht über die erzgebirgischen Grenzen hinausgekommen. Was ich ja nicht bedauere. Das stimmt. Wir hatten ja erst die Initiative gegründet Lauterbacher Stadt Lauterbach. Und letztens hatten wir auch aus Markersbach, oder? Nee, wo war er her? Hab's schon wieder vergessen. Ach, Hilfe. Na gut, in Aserbaidschan waren wir schon gewesen. Na, in Armenien. Armenien, ja. Genau, also, so rum war es, ja. Jetzt sind wir heute im Grenzwald angelangt, in Grottendorf. Grenzwald. Destillation. Ja. Im Erzgebirge gibt es also verschiedene gute Dinge auch. Ja, auf jeden Fall. Also da kann man mit Freuden Landrat sein im Erzgebirge. Auf den Landrat Hartung. Ja, sehr kräuterlich. Ja, hast du was Feines rausgesucht. Ist gesund. Schmeckt gesund. Mhm. Das finden manche schlimm, wenn es gesund schmeckt. Nee, ich finde es gut. So. Ja. Das Erzgebirge hat eine gute Dichte von Brennereien, ja. Das und auch Brauereien, muss ich sagen. Ja. Also, ich bin ja immer, wenn ich irgendwo unterwegs bin, versuche ich irgendwas Regionaltypisches zu probieren. In Berlin-Brandenburg steht man ja ziemlich da auf dem Schlauch. Ne? Da kannst du ganze Gegenden durchstreifen ohne eine einzige Brauerei. Im Erzgebirge habt ihr viele. Wobei ich es auch traurig finde, gerade in der Gastronomie, es wird ja oftmals dann doch auf Konzernmarken zurückgegriffen. Ja, das ist schlecht, dass man die Einheimischen da gar nicht so trinkt. Es gibt so ein paar einzelne Gaststätten, die man so kennt, wo man weiß, da gibt es auch mal ein Fiedlerbier oder ein Spechtbier. Jawohl. Oder auch mal ein Glückaufbier. Das war dann schon nicht mehr ganz Erzgebirgskreis, leider. Ja. Ne, Gersdorf, stimmt. Das ist ja schon Landkreis Zwickau. Das Bier hätte ich ins Erzgebirge gezählt, aber das ist gar nicht. Ja. Also früher war Gersdorf ja auch dem Erzgebirge eigentlich sehr verbunden. Sogar eine gemeinsame Straßenbahn bis nach Ilsnitz. Ach so. Weiß nicht, ob das vielleicht mal wieder wird. Olbernauer gibt es noch, aber das wird nicht mehr das wird in Franken hergestellt. Gebraut, schade. Mhm. Aber zumindest die Rezepturen haben noch überlebt. Das ist wenigstens noch ein kleiner Trost. Ja. Aber Zwöhne zum Beispiel, Hauptstadt, das Podest, das hat ja auch noch eine kleine Brauerei. Hauptstadtbrauerei, jawohl. Gut. Olbernau, wo gab es noch was? Naja, das probieren wir dann alles aus. Wenn wir dann Einsiedel ist ja auch. Einsiedel ist eigentlich auch Erzgebirge, haben wir hier auch auf dem Glas stehen. Ja, was fällt uns noch ein, außer die kulinarischen Spezialitäten des Erzgebirges? Ja, die politischen Qualitäten. Die politischen Qualitäten. Ist ja auch zur Bundestagswahl zum Ausdruck gekommen. Hat man gesehen, mag den alten Filz nicht mehr. Und also, die Proteste sind im Erzgebirge ja auch spektakulär. Am Freitag auch das schöne Banner im Erzgebirgsstadion. Wir können es dann sicher gleich mal einblenden. Natürlich die Spaziergänge in Zwönitz und nur beispielhaft genannt in anderen Städten auch im ganzen Gebirge. Das zeigt, dass man sich im Erzgebirge nicht mehr einfach alles so gefallen lassen will. Genau, und das hat ja schon Traditionen bei uns. Ja, also, du hattest ja vor uns die Lichteläufe schon genannt, 2013, das waren ja im Prinzip die Vorläufe von Pegida gewesen. Wir waren noch ein Jahr vor dem ersten Pegida-Spaziergang, gab es da in Schneeberg Demonstrationen mit in der Spitze 2.500 Teilnehmern gegen diese damalige und auch heutige Asylpolitik. Ja.
Damals muss man aber schon sagen, dass man zumindest lokal betrachtet dann auch erfolgreich war. Man hat dann ganz schnell reagiert und hat die Belegung in der Kaserne reduziert. Und ja, dann natürlich im Nachgang die Proteste allgemein gegen die Politik, die hier betrieben wird. Also jetzt nicht nur auf Asyl gemünzt, sondern wenn man sich mit den Menschen im Erzgebirge unterhält, die sind ja jetzt nicht nur, dass die jetzt gegen diese Zuwanderungspolitik sind, sondern denen brennt ja wirklich vieles zu Recht auf den Nägeln. So, und natürlich, gerade im Zuge dieser Corona-Geschichte, haben wir ja damals gemeinsam mit euch in Chemnitz die ersten Corona-Demos in Sachsen, mit die ersten sogar in Deutschland. Es gab, glaube ich, in Berlin waren ein paar Tage vorher war noch ein Protest gewesen, aber an und für sich waren wir da ja mit die gewesen, die vorangeschritten sind. Ja, auch zum 1. Mai dann 2020 in Aue. Und das Hauptproblem ist ja immer das Gleiche, die überbordende staatliche Bevormundung, die uns etwas überstülpt, was wir nicht brauchen und nicht wollen. Genau. Das kann, auf diese Formel kann man es eigentlich zurückbringen. Das ist, dass man uns nicht leben lässt wirtschaftlich, dass dieser Staat die Hälfte und mehr von dem, was wir einnehmen, uns raubt. Das sind alles Punkte, die natürlich Unwillen hervorrufen und ja, danach schreien, dass es jemand anders macht. Genau, und an dem Punkt sind wir ja präsent. Wir sagen ja, dass wir die Entscheidungsgewalt über das private Leben ja auch wieder in das private Leben zurücklegen wollen und nicht als Politiker den Menschen vorschreiben wollen. Also ich habe mir zum Beispiel schon ins Wahlprogramm geschrieben, dass ich dem Kreistag eine Satzung vorlegen werde, wonach es dem Landrat verboten ist, Lockdown-Maßnahmen zu verhängen. Sehr gut. Wenn, muss dann künftig da, also der Kreistag ist das meine, ist das meine Vorstellung, dass der Kreistag mit der Zweidrittelmehrheit derartige Maßnahmen künftig beschließen muss, das gut, dem Landrat quasi auftragen muss und der Landrat dann als Exekutivorgan die das dann zur Umsetzung bringt. Ja. So, weil dann ist das wenigstens eine demokratische Entscheidung, auch wenn es nur, sage ich mal, das Kreistagsgremium ist, aber es ist ja trotzdem zumindest die Gefahr gebannt, dass da ein autoritärer Landrat quasi sich im Alleingang dort solche Sachen anmaßt, wie das halt passiert ist. Ja, die Leute wollen wieder selber über ihr Leben entscheiden und das ist, denke ich, eine sehr gute Entwicklung. Das hat das schreckliche demokratische Jahrhundert gezeigt, dass Bevormundung eigentlich keinen Spaß macht. Genau. Ja, und ich hatte schon zumindest nicht denen, die bevormundet werden. Ich hatte schon am Freitag auf der Nominierungsveranstaltung eben gesagt, dass meine allererste Amtshandlung, sollte ich wirklich die Wahl des Landrates gewinnen. Wovon wir ausgehen. Und der Frank Vogel muss mir dann den Schlüssel widerwillig in die Hand drücken. Und widerwärtig wahrscheinlich auch, ja. Dann wird meine erste Amtshandlung sein, dass ich mich an den Schreibtisch setze und die Aufhebung aller Corona-Maßnahmen im Erzgebirgskreis per Allgemeinverfügung anordnen werde. Ja. So, die werden ja bis dahin noch da sein, müssen wir uns ja keine Illusion hingeben. Genau. Im Juni ist da nichts vorbei. Sieht man ja auch an der aktuellen Berichterstattung über die sogenannten Impfdurchbrüche. Ja. Man wundert sich ja eigentlich, warum spricht man eigentlich so viel drüber, weil es ja diese ganze Impfkampagne ad absurdum führt. Aber letztlich ist das ja die perfekte Kampagne jetzt wieder, um diese ganzen Corona-Maßnahmen weiter am Leben zu erhalten. Weil man jetzt ja dann wird sagen müssen, na gut, also wir müssen jetzt, also die Impfung ist ja gut, die Impfung wirkt, aber wir müssen jetzt die Geimpften vor der Krankheit schützen, gegen die sie geimpft sind. Ja, und deswegen müssen wir jetzt dann doch nochmal einen nächsten Wellenbrecher-Lockdown machen oder 2G, 3G-Regelungen zumindest aufrechterhalten. Das ist ganz wichtig, die Geimpften vor der Krankheit zu schützen. Ja, das macht Sinn, so richtig. Dafür sollte eigentlich mal die Impfung da sein, ne, um die zu schützen, aber hat sich anders herausgestellt und deswegen müssen wir die jetzt quasi, das ist wie wenn ich vor die Panzerglasscheiben da quasi noch eine Betonwand stelle, um die Panzerglasscheiben vor Einwirkung zu schützen. So ungefähr ist natürlich bei Panzerglasscheiben nicht notwendig, aber wenn man mich veralbert hätte und statt Panzerglasscheiben hätte man mir hier irgendwelche dünnen Plastischeibchen geliefert, dann wäre das notwendig. Und mit der Impfung ist es leider auch
so geworden. Es scheint sich dahingehend zu entwickeln. Man hat Panzerglas versprochen und Papier geliefert. So eine japanische genau. Die gibt's dann Papier. Also das ist eine gute Metapher so dafür. Butterbrotpapier halt noch. Ja, so dünn genau. Ja, also gut, man will ja jetzt dann auf die Drittimpfung hinaus. Dritt und Viert und Fünft aber wahrscheinlich, ja. Auch da ist ja meine Linie als Landrat ganz klar, dass es da dass weder die eine noch die andere Seite, also weder die Geimpften noch die Ungeimpften, irgendwelche Unterschiede zu spüren bekommen sollten in der praktischen Politik. Also wer sich dafür entscheidet, sich selber oder wer sich selber dafür entscheidet, sich zu impfen oder impfen zu lassen, der soll das tun. Ich rede da niemanden rein, ich rede niemanden das aus. Ich persönlich halte eben die Sinnhaftigkeit für sehr hinterfragenswert. Aber wie gesagt, wer das tun möchte, soll das machen und da wird auch keine Nachteile einfahren. Er soll aber auch keine Vorteile genießen können gegenüber denen, die für sich selber, aus welchen Gründen auch immer, die Entscheidung fällen, an diesem großen Massenexperiment eben nicht teilzunehmen. Beziehungsweise in der Kontrollgruppe teilzunehmen. Genau, in der Kontrollgruppe, davon lebt ja die Studie. Und ich glaube, das Studie macht ja nur Sinn, wenn man ein paar Karnickel hat, denen das Zeug gespritzt wird und ein paar Karnickel, denen das nicht gespritzt wird. Nur dann kann man ja dann nach einem Jahr vergleichen, die Karnickel leben noch und die leben doppelt so sehr. Also die leben doppelt so sehr, genau. Ja, also. Ja, das ist ja auch so ein Punkt, wo ich ja doch auf meine Erzgebirger ganz stolz bin, dass man sich von dieser Kampagne bisher nicht sonderlich hat beeindrucken lassen. Bundesweit die niedrigste Impfquote. Also, neben der Lausitz, glaube ich, noch. Ne? Ja, die haben auch so 43% ungefähr wie wir. Oder 44, so in der Dreh herum. Aber immerhin, immer noch hat sich die große Mehrheit der Erzgebirger gegen die Impfung entschieden. Und das ist natürlich auch der Politik, insbesondere in Dresden und Berlin, denen ein Dorn im Auge, weil halt hier ja die Kontrollgruppe so groß ist, wie es eigentlich nicht sein darf. weil ihm eben auffällt, dass diese Entwicklung des Krankheitsgeschehens, was sich jetzt wirklich auf Krankenhäuser und so weiter auswickelt, bei uns ja nicht so stattfindet. Nicht anders ist wie in Bremen, wo 80% ungefähr schon geimpft sind. Und dann kommen ja noch die Genesenen obendrauf. Also doppelt so viel geimpft. Und es liegen gleich viel in Krankenhäusern, kann man und sagen. Unterm Strich kann man das so sagen. Ne? Und klar, ich meine, irgendwann ist dann diese ganze Impfkampagne, steht entblößt da. Wenn man sieht, in Bremen bei 80% ist der Verlauf in etwa dasselbe gewesen wie im Erzgebirge bei 43% Impfquote. Ja. Na, das ist ja im Prinzip wie auch jetzt schon, wenn man mal den Blick nach Schweden wagt. Da hat man ja auch den Vergleich eigentlich. Oder nach Weißrussland. Oder, ja, das ist überall in den Ländern, wo es diese Lockdown-Maßnahmen nicht gab. Ich impfe mich mit Kräutergeist. Ich muss sagen, habe ich noch nie getrunken, aber ist gut. Kräutergeist von Grenzwald. Wir kriegen kein Geld dafür. Leider noch nicht. Aber können sich gerne melden und uns eine neue Flasche schicken. Gut. Oder weitere Kostproben von anderen. Aber ich mag ohne Zucker. Wenn er uns was schickt, ohne Zucker, der ist gut. Ja. Gut. So. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Bei Impfung mit Kräutergeist von Grenzwald. Ja. Ja, und der Erzgebirger, der ist halt von Natur aus schon immun gegen diese politische Einwirkung von außen. Ja. Ich meine, der Sachse ist ja sowieso schon mal rebellisch und kritisch, aber das ist mein persönliches Empfinden, weil ich auch ein bisschen eingetrübt dessen, weil ich selber Erzgebirger bin, aber ich glaube, im Erzgebirge ist es nochmal besonders ausgeprägt. Wisst ihr auch, wovon das kommt? Ihr habt nie so eine Durchmischung mit Gästen aus dem Westen wie anderswo. Die sind natürlich vor allem in den Metropolen gelandet, in Leipzig, in Dresden, in Chemnitz auch ein paar und auch in den Gegenden dann jeweils drumherum, aber im Erzgebirge kaum. Mhm. Bei euch findet man schon noch mehr Einheimische als hier in den Großstädten und deswegen ist da auch so der gesunde Volksgeist noch mehr stärker vorhanden als beispielsweise in Leipzig. Mhm. Das ist schon. Das stimmt, ja. Das wird ein maßgeblicher Grund sein. Und der Erzgebirger ist ja auch sehr heimatverbunden, sehr verwurzelt, gerade durch die weihnachtlichen Traditionen, die bei uns ja wirklich einen sehr hohen Stellenwert haben. Also
Das sieht man ja, wenn man dann über die Kreisgrenze fährt und auf einmal ist in jedem Ort alles mit Lichterbögen oder Schmittbögen, wie es bei uns heißt, beleuchtet und so. Das sind ja wirklich auch einmalige Landschaften, die man da auch gerade in der Weihnachtszeit sieht. Blühende Landschaften. Das sind wirklich blühende Landschaften. Ist natürlich die Frage, ob es in der nächsten Dunkelflaute noch funktioniert. Ja, naja, ich denke auch bei euch haben die meisten ein Aggregat im Keller. Um den Schmittbogen am Leuchten zu halten. Den Schmittbogen am Leuchten zu halten, das wäre Weihnachten sonst blöd. Und allen, die es nicht haben, den müssen wir uns natürlich noch empfehlen. Ne? Mhm. Wobei ich persönlich denke nicht, dass wir unseren Strom abstellen. Ja gut, aber es wird zumindest auf eine Rationierung hinauslaufen müssen. Ja, damit würde der Staat ja zeigen, er hat es nicht mehr im Griff. Ich denke nicht, dass er sich das leisten möchte. Aber mein persönlicher Tipp, kann auch anders kommen. Ja, kann sein, er schafft es wirklich nicht mehr. Ja, wenn dann der ein oder andere Industriebetrieb dann mal unter dem Stichwort Lastabwurf vom Netz geht. Also in der DDR hat es das ja häufiger gegeben. Da gab es das manchmal und noch. Ich meine, die sozialistische Planwirtschaft kommt ja in allen Bereichen wieder. Die kommt schlimmer wieder, ne? Ja. Ich meine, wir wollen es natürlich aufhalten, logischerweise, aber momentan sind wir erstmal in der Situation, wo das alles wiederkommt. Und warum sollen dann nicht auch die Stromausfälle wiederkommen? Naja, wir haben ja das Pumpspeicherwerk in Markersbach. Da ist immer noch ein bisschen Strom da im Erzgebirge. Dann, wenn Leipzig schön dunkel ist, dann leuchten die Schwibbögen noch. Da haben wir noch ein bisschen energetische Luft, dann, das stimmt. Ja. Die Tschechei ist nicht weit, da kann man. Da können wir noch ein bisschen aus Temelin ein bisschen Atomstrom importieren. Das geht dann alles viel besser. Ja, was hältst du davon, im Erzgebirge ein Atomkraftwerk zu bauen? Die Russen haben ja jetzt so kleinere konstruiert. Genau, hat ja jetzt auch, ich glaube, für SpaceX wurde das, glaube ich, konstruiert. Also ein dänisches Konsortium hat da so ganz kleine mobile Atomkraftwerke konstruiert. Dänisches auch. Ja. Weil die ja perspektivisch mal den Mars besiedeln wollen. Ja. So die Vision. Und die brauchen ja dann auch irgendwie Energie. Ja. Und da oben erst mit Windkraft, Biomasse oder so. Also, das wird auf dem Mars wahrscheinlich nicht so einfach. Windkraft würde ich. Ja, wahrscheinlich würde es dann auch nicht viel Sinn machen, da erst ein paar Windkrafträder hinzufliegen. Ja. Na, wird vielleicht ein bisschen zu teuer. Deswegen hat man da den Plan, das mit Atomkraft zu realisieren. Aha. Und wie du schon sagst, auch die russischen mobilen Reaktoren, die haben zum Beispiel dieses... Auf dem Schiff sogar, ne? So ein kleines, genau, das kann mal rumfahren, wo viel Strom gebraucht wird, wird es angedockt. Und so, ich sehe in der Atomkraft schon viel Potenzial und klar, die Atomkraft muss natürlich auch sicher sein, aber das ist ja auch die Absurdität, dass man in Deutschland die weltweit sichersten Atomkraftwerke abgeschaltet hat. Um jetzt aus irgendwelchen abgefragten französischen und belgischen Meilern da die Energie einzuführen für hohe Preise. Das ist auch eine Art Umverteilung. Genau, ja. Und wenn wir uns in Sachsen da energietechnisch, energiepolitisch auf eigene Beine stellen können mit Atomkraft, wäre ich ja nicht dagegen. Solange halt, wie gesagt, die Sicherheit gewährleistet ist. Dann können wir die Lausitzer Kohle noch ein bisschen schonen. Genau, also ich bin jetzt ohne starker Freund davon, dass man jetzt die Lausitz umgräbt. Nee, vor allen Dingen keine Dörfer wegmacht, wo Leute wohnen. Also das ist eigentlich ein Unding. Hat es auch früher nicht gegeben. Sind erst NS-Gesetze, die das erlaubt haben, die natürlich die BRD wohlwollend übernommen hat. Im Königreich Sachsen war das nicht erlaubt, Leuten ihr Haus wegzubaggern gegen ihren Willen. Das sollte man auch nicht machen. Haben wir auch die Kommunisten dann weiter betrieben. Ja, klar. Also, alle Sozialisten. Auf dem Südrand des Erzgebirges schaut Most, also Brüx auf Deutsch, wurde ja auch mehr oder weniger weggebaggert, um da die Kohle nicht zu schürfen, aber zu gewinnen. Zu gewinnen und mit dem Schwefel dann die erzgebirgischen Wälder zu vernichten. Da hat man da die Altstadt... Ja. Liquidiert und hat da so eine kommunistische Satellitenstadt dort neu aufgebaut, die auch entsprechend aussieht leider. Und also das kann nicht unsere Vorstellung von Energiepolitik sein, dass man die Landschaften umgräbt. Deswegen ist für mich Atomkraft tendenziell eine saubere Energie. Ja. Man muss, wie gesagt, das natürlich die Technologie muss ausgereift sein, aber da gibt es ja mittlerweile Konzepte, wo man sagt, das ist das Risiko gering. Gut. Jetzt wissen die Leute ungefähr, was sie von dir zu erwarten haben. Ich denke, das gefällt ihnen allen. Und ich hoffe es doch sehr. Viele im Erzgebirge gucken sich das an und sagen,
Das muss unser Landrat sein. Genau. Also wir werden ja jetzt in den Wahlkampf einsteigen. Also ja. Wir warten ja nicht erst bis 3 Wochen vor der Wahl. Hängt dann du ein paar brauchst Plakate. Noch Unterschriften, dass du, Leute müssen genau, unterschreiben also, gehen. Das werden wir dann, das ist dann erst im Frühjahr. Das werden wir dann nochmal genau. bekannt machen. In diesem Sinne, schönen Dank, dass du noch den weiten Weg nach Chemnitz gefunden hast in unser schönes kleines Studio, was mich immer mehr beeindruckt mit diesen Lichtern heute, die ich hier sehe und weiß, wann ich reden darf und wann nicht mehr. Jetzt werden sie hoffentlich gleich umgeschaltet und dann ist gut. Dankeschön.